Hier geht es jetzt ja darum, dass man alle Dimensionen, die notwendig sind für eine gemeinsame Währungsunion, doch jetzt sozusagen ausfüllt. Und eine Dimension ist die Dimension der Finanzmarktregulierung. Da habe ich über die Finanztransaktionssteuer gesprochen. Da sind andere Richtlinien ja jetzt in der Umsetzung, zum Beispiel die zur Umsetzung von Basel III und Ähnliches. Zweiter Bereich ist die Frage der Banken und ihrer Aufsicht. Das ist ein Problem, was zum Beispiel sich aus deutscher Sicht gar nicht so stark gestellt hat, weil wir glauben, dass wir eine sehr gute Bankenaufsicht haben, die auch eine sehr hohe internationale Reputation hat. Aber es gibt einige Euro-Mitgliedstaaten, da ist die Glaubwürdigkeit der nationalen Aufsicht nicht so groß gewesen. Und deshalb haben wir uns entschieden, eine für die systemischen Banken, für die großen Banken, eine gemeinsame eigene Aufsicht in der Eurozone für die Banken zu haben. Da arbeiten wir jetzt weiter. Dann haben wir den Bereich der Fiskaldisziplin, Fiskalvertrag. Da könnte man sich in späteren Jahren auch noch mal weitergehende Schritte vorstellen. Dazu ist im Augenblick die Bereitschaft bei den allermeisten Mitgliedstaaten nicht da. Da wollen wir jetzt erstmal den Fiskalvertrag anwenden. Und dann haben wir den vierten Bereich, und das ist die wirtschaftspolitische Koordinierung. Und da hatten wir mal sehr unverbindlich begonnen mit dem Euro-Plus-Pakt. Vor 3 Jahren wahrscheinlich war das. Und da setzen wir das jetzt in verbindlicherer Form fort. Und so formt sich für mich sehr sichtbar Schritt für Schritt eine Währungsunion aus, wie sie auch in Zukunft, glaube ich, einfach fester, verbindlicher und auch für die, die in dieser Währungsunion investieren wollen, vertrauenserweckender ist.